Jetzt gibt's News, heute relativ kurz. Ich wünsche euch viel Spaß. Weiter geht's nach dem Intro. Hier oben habt ihr eine Themenübersicht. Die drei Themen, mit denen befassen wir uns heute. Lest ihr euch doch schon mal durch und es geht los mit Thema Nummer 1. Thema Nummer 1 ist Motorola, denn die haben diese Woche nach zweijähriger Abstinenz ihr Flaggschiff vorgestellt, das Motorola Edge und Motorola Edge Plus. In Deutschland gibt es nur das Motorola Edge. Das Edge Plus bleibt wahrscheinlich Amerika und anderen Märkten vorbehalten. Technisch sind es wirklich sehr gute Geräte. Ich blende hier auch immer mal wieder Bilder ein. Eine Besonderheit ist halt das Waterfall-Display, das heißt, dass das Display sehr stark gekrümmt ist, was beispielsweise ans Mate 30 Pro erinnert. Motorola sagt aber, dass es nicht nur eine optische Sache ist, sondern sie da auch technisch was umsetzen möchten. Weiterhin technisch, das Edge hat nochmal 8 GB Arbeitsspeicher, einen 700er Prozessor. Das heißt, es ist ein gutes Oberklasse-Gerät, soll 599 € kosten und der Preis ist damit auch relativ gerechtfertigt. Interessant auf jeden Fall, dass Motorola wieder Flaggschiffe baut. Thema Nummer 2 ist Apple und die Mail-App. Viele Journalisten berichteten, dass es eine große Sicherheitslücke geben soll. Apple hingegen sagt, dass das Problem wohl nicht so groß ist und mit einem neuen Update behoben wird. Man ist sich unschlüssig, soll man sie jetzt benutzen, soll man sie nicht benutzen. Es ist wohl nicht möglich, aus der Mail-App in andere Dinge zu kommen, sozusagen, das heißt in die Fotos-App oder so, sondern dass es wirklich nur um Mails geht, dass man sie entfernen, löschen oder bearbeiten kann. Muss jeder für sich selbst entscheiden, ob er die Mail-App weiterhin benutzen will oder nicht. Alle guten Dinge sind drei. Genau, würde ich auch sagen. Das dritte Thema ist deswegen Xiaomi. Xiaomi hat das Redmi Note 9 schon offiziell international vorgestellt, aber für den deutschen Markt war es noch nicht offiziell. Ab dem 28. April kann man es jetzt kaufen. Für 199 in der 4 GB Variante mit Arbeitsspeicher und für 229 in der 6 GB Arbeitsspeicher Variante. Ist ein interessantes Gerät. Ich blende hier wieder mal ein paar Pictures ein. Ist interessant, sieht schön aus, sieht modern aus und es gibt am Anfang 30 € Rabatt. Ist interessant, ich kann euch, wenn ihr möchtet, die Seite verlinken. Und ja. So, das war's dann jetzt auch mit den News. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da. Nach oben am besten, nach unten. Könnt ihr auch machen, wenn ihr wollt. Einen Kommentar, wenn ihr irgendwas zu kommentieren habt. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Haut rein!